Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und in diesem Video erzähle ich euch, wie man den neuen Luke-Skin als auch das neue Emote für Darth Maul freischalten kann. Denn ab heute, ab dem 11.10. ist es soweit, da können wir die neuen, oder haben wir neue Aufträge bekommen und können diese beiden Sachen jetzt freischalten. Ihr habt Zeit bis zum 18. Das Ganze ist ein, ja, Event, was man kurzzeitig machen kann. Das heißt, ihr habt wirklich nur diese eine Woche Zeit, das zu machen. Und danach sind die vorerst zumindest nicht mehr im Spiel drinne und man hat keine Möglichkeit, die zu bekommen. Ob die in irgendwelchen zukünftigen Events nochmal vorkommen werden, ist bis jetzt noch nicht klar. Steht nochmal dabei, eventuell kommt nochmal irgendwann ein Event, wo man ebenfalls nochmal Zeit hat, die freizuschalten. Aber nutzt auf jeden Fall jetzt die Zeit aus, die beiden Sachen zu holen. Zuerst einmal kommen wir zu dem Luke-Skin. Das ist der Farmboy-Luke-Skin, den man aus Episode 4 kennt. Aus Eine neue Hoffnung, natürlich mit seinem blauen Lichtschwert und seinen, ja, Tatooine-Klamotten, sage ich mal, oder seinen Feuchtfarmer-Klamotten. Und dafür müsst ihr einfach nur den Koop-Modus spielen und insgesamt 150 Gegner besiegen. Das ist hier diesmal keine Community-Aufgabe, das heißt, ihr müsst wirklich komplett das selber machen und ihr habt dafür halt mehrere Spiele Zeit. Das heißt, ihr müsst nicht in einem einzigen Spiel 150 Gegner besiegen, sondern könnt dann auch 2, 3, 4 Runden Koop spielen und irgendwann werdet ihr es ja hinkriegen, die 150 Gegner zu besiegen. Ich denke, in Koop dürfte das relativ machbar sein, denn Koop ist ja, ja, da kann man schon, ne, da kann man schon gut Kills machen, sagen wir es mal so. Und von daher macht das auf jeden Fall und damit schaltet ihr euch den neuen Luke-Skin frei. Das neue Emote von Darth Maul, bei dem er Kenobi schreit, das blende ich hier mal ganz kurz ein. Kenobi! Das schaltet ihr frei, indem ihr dann Felucia spielt und bei Felucia müsst ihr dann Kommandoposten erobern. Das steht jetzt nicht wirklich bei, welchen Modus man spielen muss, ob man da jetzt Instant Action spielen kann, ob man da jetzt totale Feuerschaft spielen muss oder ob das ebenfalls bei dem Koop-Modus geht, weil man kann bei allen drei von diesen Modi ja irgendwo Kommandoposten erobern. Und ihr könnt es ja auch einfach ausprobieren. Ich denke, es müsste eigentlich bei allen drei gehen. Vielleicht bei Instant Action nicht, weil der ja offline ist und es sollen ja irgendwelche Online-Aufgaben sein. Aber mal schauen, ne? Ihr sammelt einfach 15 Kommandoposten ein oder ihr hilft dabei, 15 Kommandoposten einzunehmen. Das dürfte eigentlich auch relativ schnell gehen. Also am besten spielt ihr einfach Koop auf Felucia. Da schlagt ihr dann beide Aufgaben mit einer Klappe so gesehen oder beide fliegen mit einer Klappe. Und dann könnt ihr euch auch den neuen Darth Maul Emote holen. Solche Aufträge soll es ja in Zukunft mal häufiger geben. Ich finde das eigentlich immer eine ganz coole Sache. Schreibt gerne mal rein, wie ihr denn das Ganze findet und natürlich, wie ihr die beiden Sachen denn findet. Ich finde natürlich den Luke-Skin um einiges cooler natürlich, weil ne, ein Emote ist zwar cool und ich will auch gar nichts gegen das Emote sagen, das ist super. Aber so ein Skin, gerade für Luke, ich finde den super. Von daher gerne mehr solcher Sachen. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und ansonsten viel Glück und Erfolg bei dem Freischalten. Und damit war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis denn und ciao, ciao.